Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jelus TV. Eine weitere Folge in unserem Let's Play Together Format 1800 Anno. Heute bin ich wieder der Spieler, das heißt wir gucken immer nur mal so beim Froschi ein bisschen rein, der natürlich auch mit dabei ist. Hallo, ich dachte das heißt Anno 1800 und nicht 1800 Anno. Nee, 1800 Anno, das ist der neue quasi, boah was hast du für eine hässliche Stadt gebaut, das ist echt der Wahnsinn. Naja, ist auch egal, wir müssen uns dieses Schundloch da ja nicht länger angucken, wir spielen ja auch nur mal hier auf meiner Insel. Hier seht ihr, wie es eigentlich laufen sollte. Alle Produktionsstätten sind voll am Laufen. Ich brauche momentan tatsächlich noch mal ein bisschen Schnaps und ein bisschen Arbeitskleidung. Da bin ich gerade ein bisschen knapp. Da werde ich jetzt noch mal diese Folge auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Ich der hier nämlich gleich noch mal ein Upgrade. So, das heißt, ich baue hier noch mal ein Stück weiter. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier ist ein Lagerhaus. Dann baue ich nämlich hier noch mal kurz. Nicht schön, aber selten. bester Spruch. So, das Ding kommt hier hin. Den kommt dahin. Das sollte dann aber eigentlich auch ausreichen in meinen Augen. Klar. So, hier. Okay. Junge, komm her. Das finde ich tatsächlich super cool an Anno, dass man diese Bauweise hier hat, dass du wirklich in die letzten Löcher deine Felder reinbauen kannst und du dadurch halt wirklich sehr coole Konstrukte eigentlich hier zustande bringst. Also da muss ich schon sagen, das ist gegenüber der Vorgängerversion. Platz für dich an meiner Wand ausgesucht. Läuft's besser. Ah, Alonso Grace bedroht mich. Ah, die 45.000 habe ich leider nicht, sorry. Vernichten, musst du erst dich vernichten. Greift er dich auch an? Nö, bis jetzt noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu schlecht bin. Ja, du bist doch keine Gefahr. Von mir aus freigegeben. Ich danke Ihnen. Krieg erklärt. Gerade wird der Krieg erklärt, da kommt diese scheiß Zeitung, ne? Bruch mit unseren wütenden, ich meine, wichtig. Ja, komm, scheiß drauf, ich hau die so raus. Misloser Journalismus. Okay, die sind immer noch relativ zufrieden. Ja, alles gut, Leute, läuft, läuft, läuft. Oh. Gut, ich habe eigentlich im Moment nicht die Möglichkeiten, tatsächlich in den Krieg zu ziehen. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt so die schlauste Idee war. Andererseits 45.000 Credits zu bezahlen, kann ich mir halt auch nicht leisten. So, bauen wir noch mal kurz die Siedlung ein bisschen aus. So. So. So schlau. So. So. Das wird wieder aufgebaut werden. Ich nicht drauf geachtet. Was sagen die Ressourcen? Fisch okay. Das müsste jetzt eigentlich wieder steigen. Schnaps und Arbeitskleidung. Wurst ist okay, Brot ist okay, Stahl ist okay. Dann baue ich jetzt mal langsam die Schule. So, hier schön hin. Spielstand gespannt. Hast du eigentlich eine Feuerwehr bei deiner? Nee, ich habe tatsächlich noch keine Feuerwehren gebaut. Ist ein guter Hinweis. Kann ich jetzt noch mal kurz in Angriff nehmen? Ich glaube, ich habe Angst, dass sie gleich in Flammen aufgeht hier die Industrie. Ja. Ich glaube, ich baue da meine hin. Wie viel, also du hast nicht mehr so viel Kohle, hast du gesagt, oder was? Doch, ich habe Kohle. Nur ich habe keine Lust, dem 45.000 in seinen Schundmaul zu drücken. Ja, das sehe ich jetzt dann doch nicht ein. Also, sorry, aber sorry, nein. Alles in Ordnung soweit. Okay, das läuft jetzt alles. Bedürfnisse sind komplett erfüllt. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Bier als Luxusbedürfnis. Könnte allerdings theoretisch jetzt schon in die nächste... Also den nächsten Einwohneraufstieg machen, was ich jetzt auch einmal auf jeden Fall machen werde. Sie haben ein neues Ziel erreicht. Sehr schön. Oh, das heißt aber trotzdem, ich muss jetzt erstmal eine Werft bauen. Und theoretisch auch...
einen Kanonenturm mal bauen. Neue Befehle? Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Ja, Expedition. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt gerade mal eine machen kann. Schiff zuweisen. Ja, Glück, aber glaube Items. Was haben wir denn hier? Schiffe, Navigation, Kampfkraft. Und der Lotse kommt auch noch mit rein. 100%, das sieht doch gut aus. Ich gebe trotzdem noch mal ein paar Ressourcen dazu. So. Na gut, ich habe halt niemanden dafür. Das ist halt, eigentlich sind das jetzt die falschen Items, sag ich mal, für das Schiff. Da müsste jetzt normalerweise irgendwie ein Priester oder sowas drauf, der hier für den Glauben sorgen kann. Ich schicke ihn trotzdem mal los und guck mal, was da so passiert. Weil es ist immer noch besser, dass das Ding auf Expedition ist, als dass es gleich gekillt wird von dem komischen Freak da. So. Was hat denn jetzt die Eisenfunktion? Die geht langsam in den Keller. Ich habe extrem viel Eisenerz, das heißt, ich muss auf jeden Fall noch eine Köhlerei hier bauen. Ne, Quatsch, doch, eine Köhlerei. Oh, richtig. So, kommt die mal hier hin. So. So, das passt. So, ich muss mal die Eisenproduktion ein bisschen anheben, damit ich anfangen kann, Kanonen zu produzieren. Würde ich dann nämlich jetzt auch gleich machen. Ich glaube, das Ding. Oh, rüste ich dann auch mal direkt auf hier. Geht leider gerade nicht. 20 Steine, okay. Mach die Steinproduktion. Die läuft. Okay, perfekt. Passt alles. Das passt aktuell auch. So, Floschi, wie geht's dir auf deiner Insel? Läuft's? Ja, ich mache jetzt mal gerade so einen Quest von dieser Trulla. Ich soll irgendwas am Leuchtturm abholen. Gucken, was das ist. Noch nie gemacht. Auf meiner Insel ist alles ganz gut soweit. Super. Ich kriege zwar die Krise, aber sonst läuft's. Das freut mich für dich. Ich check gerade nochmal den Konto ab, was ich so bauen muss, kann, soll, darf. Weil Schnaps ist jetzt bei mir gerade irgendwie komplett ausgegangen. Ich habe jetzt mal Kartoffelfelder angeschmissen. Ja, die fangen irgendwie an, relativ viel zu saufen, wenn du die upgradest. Bei Laune hältst. Ja, das ist schon heftig. Wenn du die bei Laune hältst. Kommen jetzt die ganzen Bauern her. Dann rüsten wir mal ein bisschen auf hier. So, das sieht gut aus. Den habe ich gerade schon abgegradet. Das passt also erstmal. Direkt die Kanonengießerei hinbauen. Viele Arbeitskräfte benötigt das dann. Schauen wir gleich mal. Scheint eine Menge. Gucken wir mal. So, Kanonen werden hergestellt. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal so langsam eine Kanone hier in meinen Hafen bauen. Du hast doch auch 10 noch auf deinem Schiff. Ja, ja. Aber die müssen ja trotzdem aufgebaut werden, ne? Die Frage. Was ist mit meinem Gefallen? Ich die hier hin? Ja, komm. Kann die denn? Bildet furchteinflößende Füsiliere aus. Okay. Das Wort kannte ich noch gar nicht. Geh mal wieder zu. Hey, jetzt hab ich irgendwas von ihr aufgenommen und. Du bist leider abgefallen bei mir. Ich kann nicht sagen, was du willst. Ne, ich hab nur gesagt,
Ich sollte jetzt, habe irgendwas von der Trulla aufgenommen an Ladung und ja. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich es hinbringen soll. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe Kisten aufgenommen, die da heißen, geht sie nichts an. Ah, toll. Was soll das denn jetzt hin? Wenig Stein. Tja, gerade eben sagte ich noch, ich habe zu viel Stein, jetzt habe ich schon mehr zu wenig Stein. Das geht hier alles relativ fix. Was sagt denn deine Einwohnerzahl? Nicht so viel. Eine konkrete Zahl vielleicht? 1,8. Ja gut, dann, das ist ja gar nicht so schlecht. Okay. Well, passt eigentlich alles, bis auf die Steinproduktion. Die würde ich eigentlich gerne noch... das sieht gut aus. Ich das am dümmsten bekomme. So, mal kurz hier. Was muss denn noch gemacht werden hier? Genug Eisenerz habe ich auch. Ja, Kohle ist echt irgendwie Mangelware, wa? Ah, das ist schon echt dreckig, wenn du da so ein paar Köhlereien und Industrie-Mopeds hochziehst. So, das steht auch schon wieder. Dann kann ich hier nochmal kurz pflastern. Ja, pflastern würde ich auch, würde ich euch unbedingt empfehlen. Macht das möglichst früh. Zumindest die ganzen Arbeitswege der Warenhäuser und so weiter, weil das halt alles ein bisschen schneller geht dann. Also die rollen halt diese Karren, die Waren abholen und die Waren irgendwo hinbringen, die rollen halt auf Pflasterstraßen deutlich schneller als auf diesen komischen ausgetretenen Wegen. Von daher ist das auf jeden Fall eine gute Investition, sobald ihr euch das leisten könnt. Einige Steine auf Lager habt ihr auf jeden Fall dann direkt was auszugeben. Und die sind alle jetzt soweit fertig. Ich brauche nur noch Hopfen eigentlich. Das Leben ist wie Salzwasser. Varieté. Okay. Hier. Da nur nicht hin. Oben schön. Quarzkugel. Lagerhaus. Braucht der? 10 Ziegel, die sind gleich zusammen. Verbindung nicht vergessen, sonst produzieren die da oben nicht. Okay, das ist soweit fertig. Habe ich zumindest schon mal ein paar Fenster, dass die schon mal wieder ein bisschen glücklicher werden. Fenster, der braucht Fenster. Arbeiter, die anscheinend meine Handwerker. In den Keller. Nett, Floschi. Ich glaube, du wärst ein cooler Arbeitgeber. Ich denke auch. Ja, auf jeden Fall. Ne, dein Stadtdesign sagt mir nicht zu, muss ich einfach so sagen. Stand gespeichert. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie hingekackt und hingeschissen, weißt du? Weißt du, was ich meine? Nee. Ich verstehe nicht, was du meinst. Alles solche Kackinseln hier. Ey. Okay, das passt, das passt, das passt. Dafür brauche ich noch mal ein bisschen. Auch hier hin. Ja. Die Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Was? Warum denn das?
Brauchen wir hier mal kurz ein paar Bäumchen hin, ey. Schönen kleinen Baum hier. Vorne. Und dann ein paar Blumenfelder hier. Ha! Wäre gelacht, wenn ich die Attraktivität nicht zurückgewinnen könnte. Weil das überhaupt so geht, ich habe gar keine Ahnung. Oh, hier steht aber eigentlich, ist alles in Ordnung. Zeitung und Arbeitsbedingungen passen nicht. Normalerweise ist alles okay, aber ich bräuchte ein paar mehr. So. Haben sie die Fenster jetzt eigentlich schon? Ach, das sind auch schon mal Luxusgüter, ne? Nee. Nähmaschinen. Die sind ja klar, die kann ja noch gar nicht am Arbeiten sein, weil ich die ja noch gar nicht gebaut habe. Ich Torf. Klar. Doof das, doof das. So, jetzt aber. Ah, ich habe zu wenig Handwerker. Wo soll ich denn jetzt noch Leute hernehmen, ey? Psych. Ich glaube, dann baue ich hier noch mal kurz was an. Bitte Erweiterung. So. Das gleiche kommt hier dann noch mal in grün. Genug Holz habe ich aktuell. So. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo die Reichweiten der einzelnen Gebäude nicht mehr unbedingt ausreichen. Da muss ich jetzt gleich auf jeden Fall mal drauf achten. Ich knall ja aber auch echt viel Scheiße in die Luft. Ich bräuchte ein zweites Paar Hände. Das stimmt. Mal gucken. Der produziert. Ach, der produziert ja auch erst Glas. Ich habe ja noch die Fensterfabrik. Alles ein bisschen eng hier rumgebaut. Dann nehme ich mal hier hin. Ja, das passt. Mein Gott, ey. So, dann müssen wir ein bisschen aufrüsten hier. So. Alles, was ich je wollte. Komm, Holz, 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 Holz. Schiff unter Beschuss. Wieso kämpfst du denn? Du sollst doch... nicht eigentlich auf Expedition? Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das schlau ist, gegen die zu kämpfen, aber wir machen es jetzt einfach mal. Eine Gnade für diese Nichtsnutzer. Tschüss, Danny. Wenn du verstecken brauchst, sagst du Bescheid. Ja, ich habe hier jetzt schon, ich kämpfe schon gegen diesen den Spacko, der mir den Krieg. Vater hätte dich gemocht. Toll. Erklärt hat. Gut, dass die Piratin mich jetzt mag. Ja, der Typ, der mir den Krieg erklärt hat, gegen den kämpfen wir jetzt gerade. Aber ich habe eine Tussi an Bord, die mein Schiff passiv repariert. Von daher, ich bin da guter Dinge, dass ich das überstehen werde. Aber die Ladung könnt ihr auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Sammelt ihr die automatisch ein? Ich will das jetzt auch nicht abbrechen. Nachher ist dann die Expedition abgebrochen. Gespeichert. Nee, komm. Ich lasse ihn weiterfahren. Wie lange hat der eigentlich gebraucht, um da unten hinzufahren? Willst du mich verarschen, Junge? Der hätte erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um an den Karten ranzufahren. Ja, so witzig findest du es ja nicht, ne? Findest du das geil, dass mir sowas passiert? Ich find's ziemlich witzig, ja. Du jetzt nicht, oder was? Ist auch ein schlechter Mensch. Hä? So, das sieht gut aus. Bist du gestorben? Nee, mein Schiff ist, dem geht's gut. Das ist putzmunter und fährt jetzt weiter. Na, also, ich denke Gott mal, sei Dank, Gott sei Dank. Das würde jetzt auch immer noch genug Energie haben, um dein Schiff noch zu versenken. Mhm. Total unproblematisch. Ja. Ist doch top. Ich hab Schluck auf, ey. Ja, du hast keinen Schluck auf, du trinkst so viel Bier. Ich hab gar kein Bier in der Hand. Ja, das sagst du dann steht immer. Mir vor mir. Oh, mir geht der Fisch aus. Ich muss mehr Fisch bauen. Ich brauche nochmal hier eine Angel
Stelle. Ein bisschen bekloppt aus, aber komm, ich baue die einfach mal dazu. Wollen wir mal hier ein bisschen upgraden. Du bist jetzt nämlich auch abgegradet. Wie sah ich da oben mit meiner Mine aus? Das sieht auch gut aus. Ja, also ich glaube, viel mehr Stein kann man... Ja gut, auf dieser Insel kann ich eh nicht mehr Stein produzieren. Ich habe die Lehmvorkommen jetzt alle ausgenutzt. Das passt also soweit. Die Zahlen der Einwohner sehen auch gut aus. Dann bist du hier als nächstes dran. Okay, der arbeitet auf 90%. Das ist natürlich doof, dass das nur ein Luxusgut ist. Bringt mich jetzt natürlich nicht unbedingt weiter. Wobei ich die Fenster allerdings auch brauche, glaube ich, um diese Fleischkonserven bauen zu können. Also ungefähr bis hierhin haben wir beim letzten Mal gespielt in der Open Beta. Jetzt Danny hat bis dahin gespielt. Ich habe diesen Part noch nicht erreicht. Das ist so nicht korrekt. Also du konntest es ja zumindest bei mir sehen, wie es dann laufen soll. Ja, genau. Danke, dass du nochmal Salz in die Wunde streust. Ja. Gut, so weit bist du, glaube ich, auch gar nicht hinter. Produzier mir mal lieber Bier und schick mir das. Ja, kann ich gleich machen. Also ich produziere gleich auf jeden Fall Bier. Ich werde es natürlich nicht schicken, aber... Was? Warum nicht? Ich kann hier auf der Insel Bier produzieren. Wo ist denn Bier? Da ist Bier. Und bei denen auch noch ein Luxusgut? Ja. Na gut, dann werde ich meine Bierproduktion in Angriff nehmen. Getreidefarm. Ich kann mal hier hinten hinbauen. Aber hier oben? Na, hier oben kommt die hin. Wie, das sind schon 144? Das ging fix. War so gar nicht geplant. Dann muss ich den noch mal kurz umdrehen. Oh, toll. Toll. Toll gemacht, Danny. Machst du wieder alles kaputt? Machst du es wieder kaputt? So. Wollen die eigentlich alle markieren? Ich will gleich alle markieren. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Das habt ihr. Das ist so stumpf. Wieso? Mann, ist das doof. So, bist du voll? Ja. Vielleicht nehme ich hier direkt die Brauerei hinbauen. Moin! Wieso passt hier nicht hin? Ach Mist, ist zu dick. Die ist zu floschi. Hahaha. Also du. Fies. Fiese Map, du. Fiesen Charakter hast du. Es gibt auch irgendwie. Hast du schon den Quickbind rausgefunden für das Upgraden mehrerer Häuser am Stück? Das wollte ich auch gerade testen. Ich hatte die einmal alle markiert, das hat aber auch nicht geklappt. So, Holz ist leer. Ich glaube, das geht dann über Rechtsklick. Ne, doch, ausbauen. Ah, dann brauchen wir die nämlich nur noch anklicken. Also du kannst Rechtsklick machen, dann hast du ja dieses Rädchen und auf der rechten Seite steht ausbauen. Und dann brauchst du die Häuser halt nur noch anklicken. Dann brauchst du die aber zumindest nicht alle einzeln anklicken, Rechtsklick und dann, ne? Habe ich jetzt nicht verstanden. Du machst Rechtsklick auf die Map. Dann hast du dieses Rädchen, das da geöffnet wird. Und auf der rechten Seite steht ausbauen. Ja, verstanden. Das ist ja krass. Oh, was haben die denn hier für ein Problem? Naja gut, du bist der Chef, also ich gehe davon aus, sie haben eine ganze Menge Probleme. Immer noch zu wenig Fisch. Ich hab hier irgendwie... Ach scheiße, ich hab vergessen, da Wege hinzubauen. Oh, Mann. So ein Opfer, alle Häuser hier zusammengebrochen. Du bist so ein Opfer, Junge. Alle tot. Da, guckt euch das an. Alle Häuser eingefallen. Ah, die werden jetzt kurz repariert. Na gut, dein Talent reicht aus, dass du eins von den Häusern aus beziehen kannst.
ist jetzt dein Domizil quasi. Du hast auch ganz schön viele Arbeiter mittlerweile. Wie viel Arbeit hast du mittlerweile? Arbeit. Ich habe 824. 824 hast du nur? Okay. Also Bauern. Arbeit habe ich 1300. Ja, okay. Wollte schon sagen. Hab mich verguckt. So, ich bin mal gespannt, ob das hier oben vom Produktionsschlüssel her auch passt. Oder ob da noch nachgesteuert werden muss. Da bin ich auch total gespannt drauf. Da. Das ist spannend. Ich werde dir berichten. Das ist spannend. Ja, das ist echt spannend. Ja, das ist spannend. Was hat er jetzt hier wieder für ein Problem? Fehlende Ware. Mann. Nein, nicht abreißen, mein Gott. So, dann machen wir den hier nochmal fertig. Irgendeiner hatte hier hinten, glaube ich, auch noch Probleme. Oh, das steht immer noch nicht. Oh, hab ich vergessen? Naja, immerhin jetzt habe ich ein bisschen Glas auf Lager. Aber erstaunlicherweise, ich glaube, ich baue nochmal eine Kanone. Das war jetzt doof. Setzen wir den jetzt dahin. Auch irgendwie doof. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit dem Platz auch noch machen. Das sieht jetzt alles ein bisschen, sieht jetzt nicht ganz so schön aus, muss ich sagen. Okay, Bürger passt. Da kommen noch ein paar nach auf der Arbeiterschiene. Dann kann ich noch mal kurz ein paar Handwerker machen. So, dann habe ich nochmal kurz einen kleinen Vorrat. Das hier hinten läuft ebenfalls. Auf die Ziegelsteine warten. Und dann läuft das hier. Die sind bei fast 100%. Das sieht ganz schwer danach aus, dass der mehr als ein Feld Getreide benötigt, tatsächlich. Der läuft auf 100%. Müssen wir gleich nochmal kurz im Auge behalten. Der nochmal wieder unter 60% geht, oder ob der sich jetzt quasi gefangen hat. Also es gibt halt manchmal so diesen Moment, wenn jetzt noch die ganze Produktion noch nicht eingelaufen ist. Also jetzt sagen wir beispielsweise mal, was habe ich da denn gemacht? Ist einer am Pennen oder was? Ist ja alles kaputt gemacht? Sauber, Danny, sauber. Scheint hier oben tatsächlich zu wenig. Also jetzt geht die Produktion wieder runter, sprich, ja, er holt sich jetzt hier wieder was nach. Naja, das gefällt mir nicht. Der kriegt auf jeden Fall nochmal kurz hier... eine kurz weitere. Was? Ja, ich bin hier gerade am Austarieren meiner Wirtschaft. Oh. Oh, Buggy. Das gut geht. Das wird sich zeigen, ne? Ich gehe davon aus, dass es besser gehen wird als bei dir. Das denke ich nicht. So. 144, perfekt. Das finde ich echt genial. Also, dass die dieses System gemacht haben, wieder, dass du so einzelne Felder bauen kannst, das finde ich absolut genial. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Überproduktion, aber da kann man dann gleich eventuell nochmal überlegen, ob man... Okay, das passt mittlerweile. Fisch ist... Meinst du von wegen Felder bei Getreide, dass man die selber anlegen kann, oder? Richtig, dass du die wirklich stimmt. So ins letzte Loch reinfriemeln kannst und du dadurch halt den riesen Vorteil hast, dass du sehr kompakt bauen kannst. Was dann auch halt einfach in meinen Augen besser aussieht. Der kriegt nochmal ein Upgrade hier, wobei ich auch gleich nochmal ein neues Lagerhaus hinbauen kann. Da kann ich hier nämlich auch nochmal eine neue Schnapsproduktion hinstellen. Aber der mit den vielen Feldern, dann packe ich den hier hinten hin. Thank you.
sieht gut aus. So, das passt auch. So, Schnaps geht wieder hoch. Ich könnte mich immer noch einen Fischer bauen. Zack. So, der ist auch da. Der ist immer noch nicht gebaut. Mein Gott, ey. Meine Werft ist auch immer noch nicht gebaut. So langsam sicher habe ich hier Ressourcenknappheit. Das passt noch. Kann ich auch gleich eine neue von bauen? Schiff unter Beschuss. Bereit für neue Befehle. Da willst du mich jetzt verarschen, oder was? Sind unterwegs. Ah, ich glaube, da habe ich jetzt gleich mein Schiff verloren. Ich habe keine Ahnung, ich habe mein Schiff einer Expedition zugeordnet. Und es fährt einfach nicht los. Das kreuzt hier die ganze Zeit nur ganz dumm in den Gewässern rum. Segel. Ah, das geht jetzt auf jeden Fall unter. Das werde ich nicht überleben. Koordinaten eingezeichnet. Das ist mein Tod. Na gut, dann ist es halt weg. Egal. Ein Schiff weniger. Dann habe ich jetzt wenigstens mal einen Grund. Ich will das zuerst ausbauen. Wie Atlantis in der Tiefe verschwunden. Junge, ich werde dich sowas von auseinandernehmen. Das kannst du dir nicht vorstellen, mein Freund. Sie haben Ihr Flaggschiff verloren? Wie bedauerlich. Ich will kein neues Nun, haben. Ich werde sehen, ob ich ein neues auftreibe. Ich hole mir das meine Schiff von dem Typen da. Der gibt mir gleich ein neues, der Spacko. Ein Schiff den Preis für Handel kann man aber nicht steuern, ne? Also jetzt quasi. Ziegelsteine kosten ja Einkaufspreis 50, Verkaufspreis 20. Ich das kannst kann man du nicht selber sagen. In den alten Teilen war es möglich. Ob das jetzt hier immer noch der Fall ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe aber gerade auf die Zeit. Wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Ja, das ging irgendwie fixer als erwartet. Diese Folge war für mich nicht ganz so erfolgreich. Ich habe leider gerade in den letzten Minuten mein Flaggschiff verloren, das ich mir jetzt unbedingt neu bauen muss. Der Floschi hat auf jeden Fall Gelegenheit aufzuholen. Nicht wir sind gespannt, hoffe ich, was draus wird. Klappt. Da ich kommt die nicht. Zeitung wieder, ne? Verpiss you! Ja, komm, raus damit. Tschüss. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Ich danke euch für euer Interesse, beziehungsweise wir danken euch für euer Interesse. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Da würden wir uns mega drüber freuen. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denne. Tschüss.